E-Lectures sind einstündige interaktive Online-Vorträge der virtuellen PH, in unserem Fall durchgeführt via Adobe Connect. In diesem kurzen Video zeigen wir Ihnen, wie so eine E-Lecture funktioniert. Sie als Referentin wie auch die Teilnehmenden treffen sich dafür via Browser in einem Online-Raum. Den Link dorthin bekommen Sie natürlich von uns bereitgestellt. Sie sitzen bequem zu Hause vor dem PC und rufen einfach zum ausgemachten Zeitpunkt, etwa 15 Minuten vor Start Ihrer E-Lecture, den Link zum Raum auf und treten ein. Bitte geben Sie Ihren Vor- und Nachnamen ein. Sie sind also ganz alleine. Was, echt? Oder doch nicht? Natürlich nicht. Ihre Co-Moderatorin, Ihr Co-Moderator unterstützt Sie ja dabei und Sie kennen sich auch schon von einem gemeinsamen Testtermin in diesem Raum, wo Sie alles vorab besprochen und auch angespielt haben, was heute passieren soll. Ihre Co-Moderatorin oder Ihr Co-Moderator sitzt zwar nicht direkt neben Ihnen, unterstützt Sie aber aus der Ferne ebenso gut. Sie haben sozusagen einen Wunderwutzi im Hintergrund, der oder die sich um alles kümmert und müssen jetzt nur noch vortragen. Da kommen auch schon Ihre gespannten Teilnehmerinnen. Im Teilnehmerinnen-Pod können Sie sehen, wie diese heißen und im Chat darunter können diese während der gesamten E-Lecture mit Ihnen und untereinander kommunizieren. Diesen Chat managt Ihre Co-Moderation. Zum Beispiel, indem zu Beginn Administratives geklärt wird. Sie haben vielleicht gerade zu Beginn das Gefühl, ein bisschen ins Leere zu kommunizieren, weil Sie Ihre Teilnehmenden nicht sehen können. Dem können Sie aber durch lockere Fragen im Chat und Abfragen von Reaktionen super entgegenwirken. Unterschätzen Sie auch niemals Ihre Webcam. Ein freundliches Gesicht und ein Eingehen auf die Teilnehmenden und was sie schreiben, kann für die Stimmung in der E-Lecture oft Wunder bewirken. Sie werden auch sehen, Sie gewöhnen sich ganz schnell daran. Am besten ist es, laut vorzulesen, wenn jemand zu Beginn eine Frage stellt und dann per Mikrofon darauf einzugehen. So merken die Teilnehmenden auch gleich, dass hier Kommunikation passiert und sie gehört werden. Und sie merken, was den Teilnehmenden unter den Nägeln brennt. Eine weitere nette Möglichkeit, Ihre Gruppe kennenzulernen, ist auch, kurze Umfragen, zum Beispiel zu Vorwissen oder zum Schultyp oder auch zum Bundesland oder als eine Art Stimmungsbarometer zu machen und so auch gleich für Interaktion zu sorgen. Auf ähnliche Weise können Sie auch die Status-Icons nutzen. Sie stellen eine einfache Frage und bitten die Teilnehmerinnen, zum Beispiel zuzustimmen oder nicht zuzustimmen, oder fragen, ob ihr Tempo angenehm ist oder nicht und die Leute können eingeben, ob sie es schneller oder langsamer wollen. Ja, und ein bisschen Applaus können sie sich zwischendurch natürlich auch einholen. Wie Sie hier sehen können, zwei Kolleginnen stimmen bereits zu. Herr Ohnesorg nicht. Ihre Co-Moderation berät Sie dazu vorab und unterstützt Sie gerne dabei. Apropos Unterstützung, hier sehen Sie den Raum mit Ihrem Co-Mod-Bereich. Das ist ein Bereich, den nur Sie und Ihr Co-Mod sehen können. Sie haben hier die Möglichkeit, intern zu chatten und sich Notizen abzuspeichern. Und Ihr Co-Mod kann zwischen den Layouts, die ganz rechts im Bild zu sehen sind, hin und her wechseln. Der virtuelle Lernraum noch einmal im Überblick. Sie sehen ganz links den Freigabepod, der für Videos, Übertragungen, aber vor allem für die Präsentation gedacht ist. Sie sehen ganz unten links auch die Pfeile, wo Sie hin und her navigieren können, sowie eine Möglichkeit, Notizen einzublenden. Außerdem sehen Sie in der Mitte die Möglichkeit, eine Webcam zuzuschalten, darunter den bekannten Teilnehmerinnen-Pod, den allgemeinen Chat und rechts den Command-Bereich. Der Freigabe-Pod kann übrigens mehr als nur eine Präsentation anzeigen. Sie können mit ihm Desktop-Freigaben machen, also zum Beispiel eine Seite in Ihrem Browser ansteuern, ein Programm vorzeigen, das Sie auf Ihrem Computer bedienen oder sonstige verwandte Dinge. Genauso können im Freigabepod aber auch Dokumente freigegeben werden, so zum Beispiel ein MP4-Video oder auch ein PDF, das Sie herzeigen möchten. So schnell ist eine Stunde dann auch schon vorbei und es übernimmt wieder Ihr Co-Mod. Um die Teilnehmenden am Abschluss noch auf unsere weiteren Angebote hinzuweisen und Sie dazu zu animieren, sich bald wieder zur nächsten E-Lecture anzumelden. Wir hoffen, Sie haben Lust und werden bald als Referent oder Referentin mit von der Partie sein.